Willkommen in der PepperShop POS Webkasse. In diesem Video zeige ich Ihnen die Übersicht des PepperShop POS Webkassensystems. Zuerst starten wir mit der Kassenadministration. Dazu öffne ich unten links das Register für die Webkasse. Es erscheinen Anzeigefilter, Tagesabschluss, Verkäufe und Abschluss. Beim Anzeigefilter können Verkäufe von einer bestimmten Zeitperiode angezeigt werden. Ebenfalls kann man nach Verkäufen der einzelnen Mitarbeitenden suchen. Im Feld Tagesabschluss kann man jeden Tag oder auch wöchentlich einen Tagesabschluss durchführen. Diese erscheinen danach separat unterhalb des Tagesabschlusses. Dadurch kann man einsehen, wie viel man an jedem Tag oder jeder Woche eingenommen hat. Bei den Verkäufen wird angezeigt, welche Verkäufe seit dem letzten Tagesabschluss getätigt wurden. Diese kann man auch als PDF, Excel oder CSV-Tabelle downloaden. Unter dem Abschluss ist ersichtlich, wie viel man seit dem letzten Tagesabschluss mit welcher Zahlungsart eingenommen hat. Als nächstes können wir in die Konfiguration der Webkasse gehen. In dieser Maske können verschiedenste Einstellungen für die Kasse vorgenommen werden. Es können mit der Taste Control die verschiedenen Zahlungsarten an- oder abgewählt werden. Man kann zusätzlich verschiedene Einstellungen aktivieren, wie zum Beispiel automatisch E-Mails mit Kassenbeleg an Kunden senden. Bei den Warenkorb-Buttons können Sie definieren, welche zwei Aktionen unten rechts in der Webkasse angezeigt werden sollen. Zusätzlich kann man auswählen, worüber die Ausgabe einer Quittung laufen soll. Die restlichen Einstellungen passen sich der Ausgabenauswahl an. Ebenfalls ist es möglich, das Logo auf der Quittung anzupassen. Dazu geht man bei Logo auf Quittung zur Datei auswählen. Hier haben Sie auch die Möglichkeit, die Hardware dem Kassenplatz zuzuordnen und einen Scanner zu konfigurieren. Über die PepperShop Webkasse können auch Zahlungsterminals angebunden werden. Wir verfügen über Schnittstellen zu den folgenden Zahlungsterminals: Wally, Six und SumUp. Für weitere Infos zu den Terminals können Sie sich gerne bei uns melden oder Sie besuchen unseren Hardware-Shop. In der letzten Lasche Layout können Sie die Oberfläche der Kasse nach Ihren Wünschen gestalten. Damit die Artikel in der Webkasse erscheinen, müssen diese zuerst erfasst werden. Dies können Sie im Register Artikel, Neue Artikel machen. Hier geben Sie alle nötigen Informationen wie Artikel, Name, Preis etc. ein. Zusätzlich können wir auch das Lager des Artikels ergänzen. Dadurch haben wir immer den aktuellen Lagerbestand der Artikel im Überblick. Sobald ein Artikel verkauft wird, wird der Lagerbestand automatisch angepasst. Nun müssen wir den Artikel einer Kategorie zuweisen. Falls Sie noch keine Kategorien haben, können Sie dies im Kategorienmanagement bearbeiten. Nun melden wir uns mit einem Kassenbenutzer an und gehen in die Oberfläche der Webkasse. Links erscheinen sämtliche Artikel, die in der Administration erfasst wurden. Will man einen Artikel verkaufen, kann man diesen mit einem Mausklick anwählen. Der Artikel erscheint danach rechts im Warenkorb. Zusätzlich ist es möglich, auf den einzelnen Artikel einen Rabatt zu geben. Dieser kann in Prozent oder in einem Betrag angegeben werden. Ebenfalls ist es möglich, der ganzen Bestellung einen Rabatt zu geben. Auch mit dieser Funktion ist es möglich, den Betrag in Prozent oder als Betrag zu reduzieren. Falls ein Artikel verkauft wird, welcher nicht im Sortiment ist, kann man eine freie Position erstellen. Dort gibt man eine Bezeichnung, den Preis sowie die Anzahl und Mehrwertsteuer an. Diese Position ist einmalig und muss nach dem Hinzufügen bei einer erneuten freien Position neu erfasst werden. Will man nun den Kauf abschließen, geht man auf Bezahlen.
Da ist es nun möglich, die verschiedenen Zahlungsarten wie Barzahlungen oder Kreditkarten anzuwählen. Entscheiden Sie sich für Barzahlung, können Sie den Betrag von Hand eingeben oder Sie können den Betrag wählen, welcher vom Kunden gegeben wird. Sobald Kauf abschließend gewählt wird, erscheint ein Pop-up, um die Quittung zu öffnen. Auf der Quittung sind nochmal alle Einzelheiten des Kaufes ersichtlich. In der Kassenoberfläche können Sie auch nach Kategorien oder Artikelfavoriten suchen. Ebenfalls ist es möglich, einen Kunden dem Einkauf zuzuordnen. Der Einkauf wird danach im Kundenkonto angezeigt. Über das Menü gelangen Sie zu verschiedenen Seiten. Auf der Kundenseite können Sie neue Kunden hinzufügen, bestehende Kunden bearbeiten und für den Einkauf übernehmen. Unter Artikel gelangen Sie direkt auf die Hauptseite zurück. Wählen Sie den Belegverlauf, können Sie alle Kassenbelege einsehen. Sie haben die Möglichkeit, den Kaufbeleg nochmals zu drucken oder eine Rückvergütung zu tätigen. Für eine Rückvergütung dieses Belegs schreiben Sie den Betrag mit einem Kommentar in das Feld und zahlen das Geld bar zurück. Der Betrag der Rückvergütung wird auch im Tagesabschluss ausgewiesen. So können beispielsweise Garantieersatz und Warenretoure gehandhabt werden. In den Einstellungen können Sie das Passwort des Kassenbenutzers ändern oder den Benutzer abmelden. Sie können auch den kompletten Einkaufswagen zurücksetzen. Ebenfalls wird Ihnen die verwendete Hardware wie Terminals und Bohrdrucker angezeigt. Wechseln wir wieder zur Administration, können wir ins Kundenmanagement. Dies befindet sich im Register Kundenbestellungen. Im Kundenmanagement sind alle Kunden erfasst, welche registriert wurden. Ebenfalls sind die letzten Verkäufe ersichtlich. Jeder Kunde kann bearbeitet werden oder es können alle Bestellungen des Kundens eingesehen werden. Zur Kasse bieten wir viele verschiedene Hardware-Komponenten an, wie zum Beispiel Bohrdrucker, Terminals oder Scanner. In unserem Hardware-Shop können die verschiedenen Komponenten eingesehen werden. Sollten Sie einen individuellen Wunsch haben, welcher nicht auf der Seite aufgeführt ist, können Sie sich gerne bei uns melden.